Mirko, Gratulation, frühes Auftakt, dann doch gelungen. Was denkt man sich, wenn man ins Spiel geht, sich Sachen vornimmt und dann steht es nach 5 Minuten 0-1? Ja, ist auf jeden Fall sehr bitter, wenn es so eine Start ist mit einem 0-1, aber wir haben davor schon ganz klar gesagt, dass wir ruhig bleiben, an unserem System festhalten, ruhig weiterspielen, und ich glaube, das ist uns dann auch gut gelungen. Hartberg hat auch mit dem Ball sehr viel Qualität, das haben wir gewusst, aber ich denke, dass wir auch im Pressing, wie wir es spielen oder wie wir es anlegen wollten, sehr, sehr gut gemacht haben und dann im Endeffekt, denke ich, auch verdient mit 3-1 gewonnen haben. Reden wir kurz noch über das Gegentor, ein bisschen Pech auch dabei. Du warst zuerst mit den Fingerspitzen nur dran, hast den Ball an die Stange abgelenkt. Ja, und dann war nichts mehr zu machen. Ja, ich habe mich zuerst gefreut, habe gedacht, oh, der geiler Save. Und dann geht er an die Stange und dann hat er rein. Aber das ist halt ein bisschen ein Pechglück. Er hätte reinrühren können, wo ich ihn gehalten habe. Aber ja, im Endeffekt haben wir 3-1 gewonnen. Komplett egal, ob wir 1 gekriegt haben oder nicht. Wichtiger Sieg für den Kopfach? Ja, schon. War sehr, sehr wichtig. Unser Ziel ist ja ganz klar die Top 6, aber ich glaube, dass wir einfach guten Fußball spielen. Also heute, letzte Woche auch in Graz, sehr, sehr gut gespielt haben, uns nicht belohnt haben, das heute gemacht haben, und wenn wir so weitermachen, schaut es ganz gut aus, glaube ich. Wie schaut es jetzt für dich persönlich aus? Was ändert sich jetzt für dich? Änderst du irgendwas an deinem Ablauf? Wenn du normalerweise ins Stadion kommst, dann weißt du, du sitzt auf der Bank, du unterstützt den Chris, so gut es geht. Jetzt, wenn du selber spielst, was ändert sich da für dich? Ich mache statt 500 Klimmzüge jetzt nur mehr 50 in der Woche. Nein, es ändert sich schon einiges. Also klar trainierst du viel, viel weniger. Gegen Ende der Woche kaum was. Schaust, dass jeder Parameter passt, Schlaf, Ernährung und Co., dass das auf höchstem Level ist. Ohne gleichzeitig zu verkrampfen, eine gewisse Lockerheit zu haben, ist immer wichtig. Und ja, ändert sich natürlich einiges. Man ist von Beginn an fokussiert, es ist so. Also wenn du weißt, du bist am Bank, ist das ein komplett anderes Gefühl, wie wenn du in der Startelf bist, vor allem als Tormann. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du als Tormann eingewechselt wirst, ist, wissen wir beide, sehr, sehr gering. Und von dem her ist der Ablauf natürlich komplett anders. Aber du hast Lust auf mehr? Ich habe sehr, 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 sehr viel Lust auf mehr, ja. Passt ja, dann geht es jetzt so weiter, oder? Jetzt war das der wichtige Sieg zum Auftakt. Es reden immer alle über, wie viele Punkte müsst ihr machen, dass ihr oben seid und so weiter. Ist das was man ein bisschen ausblenden muss auch? Ja, ich glaube, der Trainer hat das auch im Laufe der Woche schon ein paar Mal gut angesprochen und uns auch, glaube ich, irgendwo diesen Druck genommen, um zu sagen, wir müssen gar nichts, wir wollen gerne Fußball spielen, und wenn wir das wie heute auf den Platz bringen, dann kann es natürlich so weitergehen, und das macht absolut Spaß, und wir schauen nicht auf Platz 7, 6, 5, sondern wir schauen von Spiel zu Spiel und schauen, dass wir da unser Bestes abrufen.